erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockey-Magazin, hier bei uns auf FS1. Auch am vergangenen Wochenende waren wir für die interessantesten Spiele dabei und das sind die Themen. Erster Band Juniors League, die Eisbullen feierten gegen die Zeller Eisbären UEC Lienz einen klaren Heimsieg. U16 Bundesliga, die Eisbullen gewannen das Erreichen im Heimspiel gegen den Okavanger Hockey Club ein 2:2 Unentschieden. Und European Women Hockey League, der TSC Salzburg Eagles feierte dank Toren im Schlussdrittel einen klaren und auch verdienten Heimerfolg. Wir beginnen gleich mit einem Derby im Rahmen der Erstbahn Juniors League und da standen sich der U18-Spieler des EC Red Bull Salzburg mit einem der Zeller Eisbären gegenüber, die ihrerseits wieder eine Spielgemeinschaft mit dem UEC Lienz bilden. Wie dieses doch sehr eindeutige Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Im Derby zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären, die in der U18-Spielklasse eine Spielgemeinschaft mit dem UEC Lienz aus Osttirol bilden, zunächst einmal die Salzburger am Puck. Im Tor der Gäste beginnt übrigens Alois Schultes. Dann wieder die Salzburger. Befinden sich in der Angriffszone. Zieht ab! Und Tor! 1:0. Herrlich herausgespielt durch Julian Krobaut. Keine Chance für den Gäste-Goalie, da irgendetwas zu machen. Und es sollte so weitergehen. Kontermöglichkeit. Und Tor, 2:0, der Torschütze Julian Metzler. Und auch dieses Mal war der Gästegoalie zum zweiten Mal in dieser Begegnung geschlagen. Und es sollte so weitergehen. Das erste Drittel endete übrigens mit 7:0 für die Gastgeber. Und hier sehen wir das 5:0 durch Patrick Skommer, der damit schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse sorgte. Dann das zweite Drittel. Die Salzburger finden sich vor dem Gäste da wieder. Schuss und Tor! Da ist das 8:0 durch Julian Robert, der an diesem Abend seinen zweiten Treffer erzielte. Und es geht auch so weiter. Neuerlicher Versuch. Die Zeller Eisbären sind in der eigenen Verteidigungszone. Die Nummer 94 ist übrigens Michael Unterlecher, einer von den drei Spielern aus Lienz. Und hier eine schöne Parade. Was sagt man Ball noch? Jetzt wieder ein Angriff. Schuss und Tor. Das ist das 10:0 durch Konstantin Vogt. Eine klare Sache für die Spieler des EC Red Bulls. Also dann wieder eine Kontermöglichkeit der Gäste. Zieht ab, Schuss und Tor. Das war der erste Treffer für die Gäste durch Iman Altukov. Auch da war Paul Mocher absolut chancenlos und das 10:1 nach dem zweiten Drittel perfekt. Es sollte auch der einzige Treffer der Gäste bleiben. Denn im Schlussdrittel übernehmen die Gastgeber und Tor. Dieses Mal war es Jonas Keil, der das 11:1 für die Gastgeber erzielen konnte. Herrlich herausgespielt, kann man da nur sagen. Wieder ein Angriff. Wir sind es im Hintergrund, 10:1. Und Tor, hier ist das 11:1 für die Gastgeber. Bastian Wörtner machte das Dutzend für das Salzburger. Jetzt wieder eine gute Aktion. Schuss. Und weiterer Treffer. Das war das 15:1 durch Jonas Keil, der damit den Schlusspunkt setzte. Denn in der Schlussphase gab es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu berichten. Hier noch eine schöne Aktion. Hier war das endgültige 15:1 durch Jonas Keil. Herrlich gemacht. Die
Geistgeber gewinnen diese Begegnung absolut verdient. 15:1. So lautete das aus Sicht der Gastgeber doch sehr erfreuliche Endergebnis in einer ziemlich klaren Partie, bei der die Salzburger wirklich ein Tor nach dem anderen erzielen konnten und somit auch der Sieg in dieser Höhe absolut in Ordnung war. Wir kommen gleich weiter in die Altersklasse U16, denn da fand am vergangenen Samstag ebenfalls in der Akademie das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem Okavango Hockey Club Europäisch statt. Dieses Spiel verlief wesentlich spannender und wie dieses Spiel ausgegangen ist, darüber berichte ich euch im folgenden Beitrag. Im Spiel des U16 Akademie-Teams gegen den Okavango Hockey Club zunächst einmal die in Dunkel spielenden Gastgeber am Puck. Im Tor der Gastgeber beginnt übrigens Thomas Pfarrmeier. Jetzt wieder eine Aktion in der Angriffszone. Wieder ein schöner Versuch, der Salzburger Schuss. Immer noch die Gäste an der Scheibe verlieren sie. Und ja, hier sehen wir unten den angesprochenen Thomas Pfarrmeier mit der Nummer 30. Jetzt wieder ein Angriff, aber es bringt nichts. Vielleicht jetzt. Schöne Kontermöglichkeit. Die Salzburger können den Puck in ihren Reihen behalten. Es steht nach wie vor torlos 0:0. Fahren aufs Tor hin. Schuss. Noch ist der Puck nicht drinnen. Nachschuss und Tor. 1:0 durch Maximilian Hengelmüller. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für Linus Schwarte im Tor der Gäste. Dann wieder ein neuer Pass. Die Salzburger bleiben am Puck. Rückpass und kein Problem für Thomas Pfarrmeier im Tor der Gastgeber. Dieses 1:0 ist auch der Spielstand nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Gäste starten einen Konter, angefangen hier nicht attackiert, Schuss und Tor. Ausgleich zum 1:1 durch Daniel Gellon mit einem Shorthander. Wie wir im Hintergrund erkennen können, sind die Gäste in Unterzahl. Das Spiel verlief also sehr spannend. Jetzt wieder eine neue Aktion im Mittelfeld. Die Salzburger sind an der Scheibe. Nachschuss, gute Aktion, aber es bringt nichts ein. Hier sehen wir übrigens das Ergebnis der Spiele. Spielgemeinschaft Zell am See Red Bull Salzburg gegen die Black Wings Linz eingeblendet, das 4:6 für die Linzer lautete. Dann wieder eine neue Aktion. Pass, schöne Kontermöglichkeit, gute Aktion und herrlicher Einsatz von Linus Schwarte, der hier mit einem Big Save einen Treffer verhinderte. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schuss, der Puck geht auf die Stange. Glück für die Salzburger, dass er in dieser Situation nicht im Tor landete. Eine sehr interessante und spannende Partie. Vielleicht jetzt. Die Salzburger übernehmen das Kommando. Schuss und Tor! Erneute Führung durch Senna Peters. Herrlich gemacht und keine Chance für den Gästegoalie, da irgendetwas zu machen. Es steht 2:1 und das war auch der Stand nach 40 Minuten. Dann der Schlussdrittel. Wir sehen im Hintergrund den Spielstand auf der Anzeigetafel 2:1. Eine sehr spannende Begegnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss scheitert allerdings, ein weiterer Treffer. Lukas Waschiko von den Gästen erzielte den Ausgleich. Keine Chance für Thomas Pfarrmeier in dieser Situation. Und die Gäste Hermann Puck können sich die Scheibe zurückerobern. Pass. Schöne Aktion, aber es bringt nichts mehr ein.
Die Salzburger erreichen im Heimspiel ein 2:2 gegen den Okavanger Hockey Europe. 2:2, so lautete also das Endergebnis in einer spannenden Begegnung, bei der beide Goalies eine ausgezeichnete Leistung boten und somit Gegentreffer verhindern konnten. Zwei Ergebnisse habe ich auch noch aus der Elbs Hockey League anzubieten. Die Red Bull Hockey Juniors gewannen ihr Heimspiel gegen Wasser mit 5:2 und die Zeller Eisbären mussten sich ebenso zu Hause gegen den Asiago Hockey knapp mit 3:4 in der Overtime geschlagen geben. Als nächstes kommen wir zur European Women Hockey League, in der sich der TC Salzburg Eagles und Bratislava gegenüberstanden. Lange sah es nach einem torlosen Spiel aus, da beide Torfrauen sehr gut hielten, aber im Schlussdrittel landete der Puck endlich im Tor. Wie oft und vor allem in welchem, das erfahren wir im Folgenden. Beim European Women Hockey League Spiel zwischen dem TC Salzburg Eagles in Schwarz und Bratislava sind zunächst einmal die Slowakinnen am Puck, die mit Romana Kija-Pesova im Tor beginnen. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit, Schuss, aber der Puck geht am Tor vorbei, jetzt wieder. Vielleicht bin ich hier eine schöne Parade der slowakischen Torfrau und an dieser Stelle bin ich euch die Torfrau des TC Salzburg Eagles schuldig. Es ist Sydney Arveson, die heuer auch neu ins Team gekommen ist. Spielstand auf jeden Fall torlos 0:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch, gut aufgepasst von Romana Kija-Pesova hinter dem eigenen Tor. Und jetzt wieder Pass, schöner Versuch, aber auch gut aufgepasst. So macht man es richtig. Und der Spielstand nach dem ersten Drittel lautete auch torlos 0:0, auch absolut verdient. Dann das zweite Drittel, die Seiten wurden erstmals gewechselt, neuer Pass, die Gastgeberinnen in der Angriffszone und hier sehen wir das Ergebnis vom Sonntagsspiel TC Salzburg Eagles gegen Bozen eingeblendet. Doch zurück zu diesem Spiel, die Salzburgerinnen sind in der eigenen Verteidigungszone, aber Gott sei Dank passt die Verteidigung sehr gut auf. Wir bleiben noch im zweiten Drittel. Wie gesagt, auch nach wie vor torlos 0:0. Gut geblockt. Die Salzburgerinnen bleiben dran, bringen allerdings den Puck zunächst nicht. Guter Schuss. Jetzt wieder. Sehr gut aufgepasst von den Salzburgerinnen, die damit einen Schuss verhindern konnten. Und nach Ende von 40 Minuten bleibt es beim torlosen Unentschieden. Im Schlussdrittel fallen dann endlich die Tore. Kontermöglichkeit. Herrliche Aktion über die rechte Seite, passt, Schuss und Tor! 1:0 für die DRC Salzburg Eagles und die Torschützen war Sarah Campbell. Keine Chance für die Torfrau der Slowakinnen, da irgendetwas zu machen. Und es sollte so weitergehen, Bulle vor dem Tor der Slowakinnen. Pass, Schuss, Nachschuss und Tor! 2:0. Eva Maria Ferwana war mit einem herrlichen Schuss erfolgreich und konnte sich somit in die Torschützenliste einladen. Das dritte Tor war ein sogenanntes Empty Net Goal, denn die Slowakinnen Nachschuss, Schuss, Nachschuss vorerst und jetzt landete der Puck auch im Tor zum 3:0. Hilary Grobe hatte getroffen. Und dieses 3:0 ist auch letzten Endes verdiente Endstand in dieser Begegnung. Und ich möchte an dieser Stelle auch Sydney Arveson zu ihrem Shutout gratulieren. 3:0, so lautete also das letzten Endes erfreuliche Endergebnis für den TC Salzburg Eagles. Und mit diesem Ergebnis sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe von Powerplay angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1,
Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.